Walter Benjamin war wahrscheinlich genau das Gegenteil. Ben, der Sohn im Arabischen. Aber der Name selbst ist witzig. Ben, das Gute. Bene, ja, die Affirmation. Und Min, wie mein, meine gute Bejahung. Er hätte eigentlich anders heißen müssen. Nicht mein, nicht dein, nicht gut oder böse. Und sowohl ja als auch nein oder weder ja noch nein.